Aber es ist halt Magier. Den spiele ich ungern, weil die so schnell sterben. Paladin schon eher was. Und der hier hat OCD. Ist auch ein Paladin. Ich nehme mal den hier. Confirm. Wir haben jetzt 440 Gold. Ich erweitere mal nichts im Schloss selber. Sondern ich kaufe mir die erste Ausrüstung. Und zwar hätte ich gerne das einzige Schwert, das wir bisher kaufen können. Das da. Und den Helm. Der bringt uns 20 Lebenspunkte und 5 Mana. Aber auch 10 Gewicht. Wir haben momentan ein Maximum von 50 Gewicht, das wir tragen können. Und haben 25 Gewicht. Also ist noch Platz. Und jetzt sehen wir auch, das Schwert sieht anders aus und der Helm sieht anders aus. Das heißt, unsere Helden verändern sich auch optisch. Oh, du kriegst 40 Goldmünzen. So, jetzt mit einem neuen Schwert, neuem Helm und einem Zwischenlevel 4 Charakter, weil wir schon viermal gestorben sind. Gucken wir mal, wer jetzt kommt. Ja, das ist kein guter Anfang. Oh, aber die einen One-Hitten wir schon. Sehr schön. Oh. Komm her, Geist. Oh. So. Jetzt schon 70 Gold, das ist schön. War hier unten noch was? Ja, eine Truhe. Truhe haben nicht immer Gold drin. Die haben manchmal auch Blaupausen für neue Ausrüstung drin oder für Runen. So, stimmt. Aber meistens ist es halt Gold. Weil Gold auch mit am wichtigsten ist. Und diese Dinger hier, die mag ich ganz und gar nicht. Da muss man hochspringen, runterzielen, dann angreifen, drücken und dann klappen sie auf. Und das auch nur für ein paar Sekunden. Und damit gibt es richtige Jumping-Puzzle. Das. Ich hätte nichts sagen sollen. Ja, da gehe ich garantiert nicht lang. Das könnt ihr knicken. So. Was zur Hölle bist du? Du machst ganz. Wow, wow. Das sind zwei Stück von. Nee. Ich mach hier alles kaputt und. Was zur. Ich sollte hier weg. Ich sollte hier ganz schnell weg. Also dieser Dungeon ist ganz schön garstig. Einmal dieses... Was zur Hölle? Er mag mich nicht. Au. So viel dazu. Da haben wir schon bessere Ausrüstung und dann sowas. Und wir haben wieder nur 6 Gegner umgebracht. Ich sag ja, ich werde das Spiel nicht durch Können gewinnen. Ich werde einfach immer weiter grinden, bis unsere Helden stark genug sind. So, ein Barbar. Meine Lieblingsklasse, wie gesagt. Und er hat ADHD. Bewegt sich also schneller und ist glatzköpfig. Ich habe keine Ahnung, was glatzköpfig macht. Aber ja, Barbar ist toll. So, 250 Gold. Wir können unsere Lebenspunkte erhöhen. Aber ich erhöhe jetzt erstmal das Traggewicht. Nicht, weil ich mehr Traggewicht haben will, sondern weil ich die Burg erweitern will. So. Jetzt haben wir hier nämlich den Architekten, den wir freischalten können. Der Architekt sorgt dafür, dass wir die Burg nicht neu generieren, wenn wir reingehen. Das heißt, wir haben dieselbe Burg wie vorher. Die Kisten sind allerdings leer, wenn wir sie geplündert haben. Aber wir kriegen auch nur 40% des Goldes. Das heißt, wenn wir eine Burg quasi mal clearen wollen, dann könnten wir ihn benutzen. Aber habe ich bisher nicht so wirklich viel Sinn drin empfunden. Aber ja, was wichtig ist, er schaltet das nächste frei. Und zwar Angriffskrafterhöhung und den Barbaren aufstufen zu einem schreienden Barbaren. Aber dafür fehlt das Geld. Und was machen wir, wenn Geld fehlt? Wir laufen einfach am Architekten vorbei, geben ihm das letzte Geld, was wir haben. Laufen rein und hoffen einfach, dass wir mehr Geld machen, als wir ihm jetzt gegeben haben. Kaputt. 10 Gold ist ein mieser Anfang. Du musst mir mehr als 10 Gold geben. So, dich nehmen wir auch noch mit. Ihre Fähigkeit ist eine Klinge. Die finde ich jetzt allgemein nicht so toll, weil der Gegner muss wirklich drin stehen bleiben, um immer wieder Schaden zu bekommen. Der Raum ist komisch. Einfach nur Fackeln an der Wand. Ich brauche Räume mit Gold, nicht mit irgendwelchen doofen Fackeln. Oh. Rechts, links ist irgendeine Kanone, wo die schießt. Die Augen hier können übrigens durch Wände durchschießen, was ich ziemlich garstig finde. Oh, unsere erste Blaupause. Eine knappen Plattenrüstung. Müssen wir aber auch mit Gold freischalten, das wir momentan nicht haben.
Oh. Hops, hops. So, stirb. Und jetzt können wir in Ruhe aufräumen. Genau, wer will Blaupausen? Wir wollen ganz viel Gold. 410 schon. Sehr schön. Noch irgendwas hier? Ich glaube nicht. Karte sagt, unten und links. Gucken wir erstmal unten. Keinen Schaden nehmen, um die Kiste hier zu bekommen. Das könnte schon mal schwierig, wenn nicht unmöglich werden. Jo, weg, 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 weg. Nicht noch mehr Lebenspunkte verballern. Stopp. So, schieß nochmal. Dann will ich... Oh. Runter. Und dich kaputt haben. So. Aber die richtig interessanten Spezialfähigkeiten oder Abzüge von den Charakteren habe ich noch gar nicht gesehen bisher mit euch zusammen jetzt. Aber die finden wir schon nach und nach. Ich denke mal, wir werden oft genug sterben, dass ich euch alle Trades zeigen kann. Wie komme ich jetzt da am besten rüber? Puh. Ja. Genau, und auf den Plattformen, die noch ein paar Sekunden verschwinden, auch noch Gegner bekämpfen. Warum nicht? Ja, haben ja die Geduld dafür. Also, runterschlagen. 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 Runterschlagen und ra. Oh, nicht in die Stacheln, du. Komm her. So. Das ist doch gemein. Wo muss ich überhaupt hin? Hoch. Ja, klar. Oh. Oh. Weg, 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 weg. So, wir sind unter der Hälfte an Lebenspunkten. Ich hoffe, wir kriegen hier irgendwo eine Hähnchenkeule. Weil Hähnchenkeulen sind, soweit ich das beobachten konnte, das Einzige, womit man sich heilen kann. Also es gibt keine Heilzauber oder irgendwas in der Richtung. Du warst. So, schieß. Und du haust einfach mal einmal nach vorne und dann warst das. Genau. Ja, das ist auch mit das Wichtigste, dass man weiß, wie die Gegner funktionieren. Dann kann man sich dementsprechend anpassen. Das macht auch den Übergang zu den nächsten Bereichen, wie dieses Maya, was wir das eine Mal schon gesehen hatten, ziemlich schwer. Nicht nur, weil die Gegner an sich auch mehr Lebenspunkte haben, mehr Schaden verursachen und was weiß ich. Die haben halt ganz andere Taktiken, ganz andere Bewegungsmuster und Zauber. Und da muss man ihn auch erstmal wieder anpassen. Und stirbt meistens. So, ich nehme da noch mit. So, Maya. Ja, nee. Wir können ja mal ganz kurz reingucken, damit ich euch das zeigen kann. Zauber, die Kanonen schießen dreifach. Der Typ da oben hat einen Morgenstern. Der... Wow. So war das nicht geplant. Aber ich kann was kaputt machen. Oh ja, diese komische gelbe Kugel, die stürmt einen an. Das macht die ja vorher auch nicht. Die weiße Kugel, die es hier gab. Und lauter solche Kleinigkeiten halt. Du bist ein sehr garstiges Auge. Aber ich krieg dich klein. Wenn ich weiß, wie du funktionierst. Oh oh. So, du musst sterben. Und was haben wir da? Ein Bloodcape. Oh, ich mag Blattausrüstung. Blattausrüstung sorgt dafür, dass man mit jedem toten Gegner Lebenspunkte wiederbekommt. Das macht das Spiel gleich wesentlich einfacher, wenn man nicht direkt in den Gegner reinspringt. Oh, oh, oh. Kann schon noch einmal treffen. Mal treffen. Jo, sehr schön. Ja, doch. 630 Goldmünzen. Schon einiges an Gegnern. Das Bild da in der Mitte sieht komisch aus. Das habe ich so, glaube ich, noch nicht gesehen. Hm. Aber ja, es gibt auch tierisch viele Gimmicks und Anspielungen und so weiter. Zwar nicht so viele wie bei Unepic, aber dennoch ziemlich viele. Die zwei Jungs lasse ich einfach mal in Ruhe. Wo geht's weiter? Oben rechts und dann weiter nach oben. Weil da war auch dieser garstige Raum, oder? Mit diesem... Ne, hier ist die Maya-Geschichte. Da will ich garantiert nicht rein. Also muss ich mich teleportieren. Swoosh. Nach da unten. Ich kann übrigens jetzt nicht wieder rausgehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme die 630 Goldmünzen, gehe raus, heile mich, kaufe neue Ausrüstung und gehe wieder rein. Nö.
Das gehört nicht zum Konzept. Das Konzept ist, du gehst rein und du stirbst. Oh, und doofe Skelette können durch Wände werfen. Ja, 20 Lebenspunkte. Und kaputt. Aber wir haben Sir Kenny gespielt. Ja, aber Sir Kenny hat mal eben so viele Gegner umgebracht wie alle seine Vorgänger zusammen. Also darf man ihm seinen Namen, glaube ich, verzeihen. Und wir haben gleich 630 Goldmünzen. Was haben wir hier? Er hat keinen Fußpuls. Und er hat die Eigenschaft, dass er übertreibt. Also ich glaube, dadurch werden die Trefferzahlen ein wenig in die Höhe gepusht. Aber es ist ein Knappe, den mag ich nicht. Paladin ist schon besser. Der bewegt sich auch schneller, ist okay. Und ein Magier. Nö. Du. Chun-Li. Oh, die habe ich früher bei Street Fighter auch gern gespielt. Wiesel, Flink. Attack Up erhöhe ich eigentlich immer ganz gerne und ganz schnell, damit wir halt Gegner one-hitten können. Aber ich will erstmal das Blood Cape mir angucken. Ob das wirklich das macht, was ich denke. Ja, Vampirismus plus 1. Haken ist allerdings, es zieht 30 Lebenspunkte ab. Und braucht 35 Gewicht. Ja. Das heißt, wir müssen 30 Gegner umbringen. Bis sie das Ding rentiert, richtig? Das ist eine sehr gewagte These. Vielleicht sollte ich das Ding erst benutzen, wenn ich allgemein mehr Lebenspunkte habe und so weiter. Aber mal gucken. Jetzt haben wir erstmal einen stylischen Umhang. Und ich mag die Dinger hier immer noch nicht. Au. Das ist so abgefahren. Nee, nee, komm. Oh, es bringt 2 Lebenspunkte. Wir müssen nur 15 Gegner umbringen. Das ist ja schon fast machbar. Was zur Hölle bist du für ein Teleporter? Die kenne ich noch gar nicht. Oh, wer bist du? Hallo, ich biete dir die Chance eines Lebens. Für die magere Summe von 25% deines jetzigen Goldes, was echt ganz schön mager ist, gebe ich dir die Chance, eine von 3 Kisten zu öffnen. Ja, eine Kiste verdreifacht deinen Einsatz. Die anderen 2 sind leer. Nö. Ich habe in der Spielhalle gearbeitet. Ich mache kein Glücksspiel. So, guck mal, wo das hier hinführt. In das Land der Dunkelheit. Ich will nicht ins Land der Dunkelheit. Oh. Warte mal, wenn ich hier... Level 71er Gegner, der kommt nicht an mich ran. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Oh. Jo, ich treffe dich. Jetzt haben wir noch keinen Mana mehr und die letzten haben gar nicht getroffen. Da ist noch einer. Wenn ich jetzt von da nach da springe, kann ich den auch erwischen. Das ist gerade sehr risikoreich, aber ich denke, es wird sich auszahlen. Du kommst nämlich auch nicht an mich ran. Trottel, Trottel. Komm schon, stürm mich an. Oh, du willst nicht anstürmen. Komm schon. Du willst es doch auch. Oder, na komm jetzt. Genau. Zack, zack, zack. Ganz viel Gold. Kann man dich auch kaputt machen? Nö. Ah, hier ist aber jetzt Ende. Ah, wir können bei dir das gleich... Au! Wow! Auf 13 Lebenspunkte runter. Ja! Da riskiere ich jetzt nichts mehr. Ich denke nicht, dass wir hier lebend rauskommen. Aber, hey, 400 Goldmünzen haben und nicht haben. Ist okay. Will ich mich nicht beklagen. So. Oh! Irgendwelche Ninja-Sterne vom Ruhm. Ja, nee. Sehr ungewöhnliche Gegner, die sie umgebracht hat. Für diese Lebenslinie hier an Helden. Die nächsten sollten sich eher in einem anderen Gebiet aufhalten. So, Baba. Kann ich 3D sehen und kann nur schwarz-weiß sehen. Das klingt doch mal sehr interessant. 400 Lebenspunkte. Yum, yum, yum. Mehr Schaden. Mehr Leben. So. Sonst nichts. Wir haben immer noch einen roten Umhang. Also haben wir weniger Lebenspunkte als normal. Aber der Umhang ist nicht rot. Und wenn wir uns drehen,
sehen wir nichts, weil wir halt nicht 3D gucken können. Das ist bei Gegnern genauso, schon mal sehr stylisch. Und das finde ich halt auch so genial, dass es halt lauter Kleinigkeiten gibt, die das Spiel interessanter machen. Weil eigentlich läuft man immer durch dieselben Gänge und bringt dieselben Gegner um. Aber die Helden verändern sich halt auch und werden stärker und kriegen andere Specials. Vor allem, wenn wir die nächsten NPCs freischalten, kommt da noch recht viel Neues dazu. Aber davor brauchen wir jetzt mehr Gold. Gold, 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 Gold. Vor allem ist es auch schwer, so die Gegner auszumachen. Vorher waren die Gegner so schön farbenfroh. Und dann wusste man, wo der Gegner steht. Jetzt muss man richtig hingucken. So, du bist auch ein Doom, was? Du stirbst. Ah, schon mal 330 Gold. Noch keinen Kratzer bekommen. Sehr schöner Anfang. Oh. Und die Bluttropfen von den Augen sind ja rot. Also dunkelgrau auf grauem Hintergrund. Sehr charmant. So, stirb. Oh.